Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hallo, ich begrüße dich zum heutigen Podcast. Das Thema des heutigen Podcasts lautet, was du deinen Banker unbedingt fragen solltest. Naja, die Ausgangssituation, die Idee für diesen Podcast ist mir gekommen durch wieder einen praktischen Fall aus meiner Mandantschaft, aus meiner täglichen Arbeit. Folgende Situation, ein junger Mann, nicht verheiratet, mit einer Lebenspartnerin zusammenlebend, hat in den letzten Jahren ein Business aufgemacht, richtig, richtig viel Geld erfolgreich verdient. Er hat mittlerweile über 700.000 Euro auf dem Konto liegen, davon sind noch 100.000 für Steuerrücklage, der Rest ist praktisch freies Geld. Und so eine Bank hat ihm jetzt mitgeteilt, ich nenne ihn einfach mal Adam hier in dem Beispiel. Hallo Adam, wir haben eine Nachricht für Sie, naja, eine gute und eine schlechte. Die schlechte ist, Sie dürfen jetzt auf 600.000, das sind die 600.000, die den sogenannten 100.000 Einlagensicherung übersteigen, bis 100.000 ist es frei, dürfen Sie ab Januar 2021 ein sogenanntes Guthabenentgelt bezahlen. Wir müssen also eine Guthabenentgeltvereinbarung machen. Was um Gottes Willen ist das? Na, das ist die einfache, wieder eine wunderbare Formulierung für, du musst einen Strafzins zahlen, auf gut Deutsch gesagt, dafür, dass du Geld bei der Bank liegen hast, auf deinem Konto. Die Bank will das Geld nicht, weil die Banken schwimmen momentan alle in Geld. Die können sie von der EZB für fast 0 Euro Geld leihen. Die brauchen also dein Geld nicht, um dir dafür Zinsen zu bezahlen. Und mittlerweile ist es so, dass die Banken auch selbst einen Strafzins bezahlen müssen, wenn sie zu viel Einlagengelder da liegen haben. Und das geben sie natürlich unbedingt an den Kunden weiter. Also die Herausforderung, das war die schlechte Nachricht für den Kunden, eine Guthabenentgeltvereinbarung. Ich glaube, ein halbes Prozent ist es. Das ist nur ein halbes Prozent auf 700.000, kostet den 3.500 Euro, dass er sein Geld da parkt. Das heißt, er glaubt, er hat sein Geld sicher, das Geld wird nicht abgeknabbert. Das ist im Prinzip 1:1 bleibt das Geld da stehen, als wenn er eine Geldrücklage hat. Nee, das Geld wird dann Jahr für Jahr 3.500 Euro weniger. Die Inflation ist hier noch nicht berücksichtigt bei dieser Betrachtungsweise. Ist aber natürlich auch ein wichtiges Thema. Das zweite ist die gute Nachricht der Bank. Ja, wir haben uns ein paar Ideen gemacht und so weiter. Und es ist hier ein Bankenkonzern, der hier mit einer Versicherungsgesellschaft wieder zusammenarbeitet. Da wurde also die Kooperationspartnerversicherung gewählt und dann hat man dem jungen Mann dann einige Versicherungsprodukte angeboten. Mittelfristiger Natur, wo im Prinzip Geld im Versicherungsvertrag eingezahlt wird, dass dann wieder rausgeholt werden kann nach ein paar Jahren, weil das Geld dann nach ein paar Jahren für ein paar andere Sachen aufgewendet werden soll. Aber der langfristige Teil sollte dann zum Beispiel in einen Rürup-Vertrag gehen oder auch Basisrente genannt. Tja, und jetzt, wenn man das Ganze wieder beleuchtet nach dem Motto, was hat die Bank denn da empfohlen? Da geht der Banker hin und empfiehlt einem jungen Mann, der nicht verheiratet ist, der keine Kinder hat, also keinen Hinterbliebenen hat, eine sogenannte Basisrente, erzählt ihm, ja, da können Sie Steuern durchsparen, bei Ihrer Progression heißt das, ein Drittel der Einzahlung können Sie über das Finanzamt sich zurückholen. Das ist korrekt, das ist die eine Seite der Medaille. Aber, und jetzt kommen wir ja zum Thema, was du deinen Banker fragen solltest. Nach dem Motto, du willst Geld anlegen, die Bank macht dir ein Angebot, dass du den Banker fragst, wenn es sich von alleine erzählt. Und leider machen die Banker das in der Regel nicht von alleine. Herr Banker, warum empfehlen Sie mir das? Was ist der Vorteil und der Nutzen dessen? Aha, ich habe also den Steuervorteil bei dieser Basisrente, aber was ist, wenn ich die eines Tages dann wieder ausgezahlt bekomme? Wie sieht es denn dann mit der Steuer aus? Ganz wichtige Frage. Vorsteuern und Nachsteuern. In der Investitionsphase die Steuersituation und in der Auszahlung der Ablaufphase, wie ist da die Steuersituation? Denn eins ist doch klar, der Vaterstaat hat nichts zu verschenken, wenn du jetzt einen Steuervorteil hast, wenn du eine bestimmte Sache machst, will der Vaterstaat dann wieder Knete sehen von dir, wenn du das Geld dann wieder ausgezahlt bekommst und dann weiter verwenden möchtest. Also immer die andere Seite der Medaille musst du dir anschauen. Deshalb die Frage, die du dem Banker stellen solltest, wie sieht es denn mit den steuerlichen Sachen aus? Sie haben mir das jetzt erklärt, in der Einzahlungsphase habe ich denen den Vorteil. Was ist denn später an steuerlichen Sachen da zu beachten? Und da wirst du schon merken, dass die meisten Banker dann ins Stottern kommen. Erstens, weil sie es nicht wissen oder sagen, oh shit, jetzt muss ich das auch noch erklären. Das ist ja umfangreich, ist es kompliziert.
Und der Gag ist, ich habe ja viel mit Bankern zu tun, auch im Privatbereich, mit denen ich verkehre. Banker haben viele Produkte, müssen viel Tagesgeschäft machen, bekommen mittlerweile Verkaufszahlen vorgegeben, was sie im Prinzip in welcher Menge, in welcher Höhe am Kunden verkaufen sollen. Denn Banker verdienen selbst mittlerweile ein fixes Geld. Das heißt, sie bekommen ein festes vereinbartes Monatsgeld und bekommen dann praktisch Prämien, wenn sie bestimmte Ziele erreicht haben. Die Ziele hier sind immer materieller Natur. Das heißt, der Banker muss bestimmte Produkte, die vorgegeben sind, nach dem Motto, du musst 5 Bausparverträge, 5 Riester-Verträge, 5 Basisverträge monatlich an deine Kunden verkaufen. Und du kannst davon ausgehen, der Banker möchte natürlich auch ein bisschen mehr zu futtern haben, weil wenn er nach Hause kommt, sagt sein Partner, Partnerin immer, hast nicht mehr Geld verdient, warum machst du nicht immer mehr Leistung? Also das verkäuferische Ziel, hier die Ziele zu erreichen, die persönlichen Ziele des Bankers zu erreichen, darfst du nie unterschätzen. Nie. Also frag immer nach dem Motto, Herr Banker, was ist denn der Vorteil, wenn ich das mache? Was ist mein Vorteil? Herr Benker, was ist denn Ihr Vorteil, wenn ich das mache? Herr Benker, haben Sie das auch gemacht? Herr Benker, erklären Sie mir bitte die Vorteile und die Nachteile des Produktes. Herr Benker, erklären Sie mir bitte in der Einzahlungsphase die Steuersituation und erklären Sie mir bitte die Steuersituation in der Auszahlungs- und der Ablaufphase. Und sagen Sie mir bitte, mit welchen Kosten dieses Produkt eingepreist ist. Was wird da an Kosten im Prinzip von abgezogen, sprich, wie viel Geld geht wirklich ins Rennen? Tja, das sind Fragen, die vielen, vielen Bankern und auch vielen Beratern draußen sehr, sehr unangenehm sind, aber du merkst durch diese Fragen sehr, sehr schnell, durch die Art und Weise, wie dein Gesprächspartner reagiert, ist er da sicher? Macht er das selbst? Hat er Ahnung davon? Ist er ein fairer Berater? Kommuniziert er auf eine offene, wertschätzende Art und Weise mit dir? Und ist du erstmal an deinem Vorteil interessiert oder geht es nur um dein Bestes, um dein Geld? Und das Geld soll ihm und seiner Bank dienen, damit er vielleicht seine persönlichen Ziele erreicht. Ich weiß, für diese Aussage werden mich einige Banker hassen, aber das ist so, mit denen habe ich nichts am Hut. Es geht mir darum, dass du, der du draußen agierst, Produkte kaufst, deine Alterssorgen aufbauen möchtest, diese Fragen kennst, damit du selbst entscheiden kannst, wie du dein Geld anlegst, mit wem du das Ganze anlegst. Dann vielleicht auch nochmal wichtig, frag auch deinen Steuerberater gerade über Steuersituationen, was Produkte angeht. Ich sehe das immer wieder, dass die meisten Menschen kaufen sich irgendetwas, sind sich aber über die Steuersituation überhaupt nicht klar. Die hören dann irgendwie von einer Rendite von 3%. Aber wenn es nach Steuern nachher nur 1,5% sind, dann sind nachher 2,5% Vorsteuern, die nach Steuern 2,5% sind, besser als 3% Vorsteuern und nach Steuern 1,5%. Also lass das noch auf der Zunge zergehen. Die Aussage dessen, was ich gerade gesagt habe, ist, dass ein sogenannter Bruttozins, das ist der vor Steuern, den du bekommst, Nettozins, den du praktisch machst, Netto heißt, nachdem du Steuern bezahlt hast, kann es also durchaus sein, dass ein niedriger Bruttozins trotzdem interessanter für dich ist, weil keine Steuern auf den Zins zu bezahlen ist. Deshalb frag auch deinen Steuerberater bei diesen Produkten. Aber Achtung, auch bei den Steuerberatern gibt es natürlich ganz, ganz große Unterschiede. Ich habe ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, hast du einen Steuerberater oder einen Buchhalter? Es gibt viele Steuerberater, die sind wunderbar im Bereich der Lohnbuchhaltung, der Finanzbuchhaltung, machen Jahresabschluss wunderbar. Haben wir von Tutenblasen keine Ahnung, was Produkte angeht, interessieren sich auch nicht dafür, wie Produkte steuerlich sich auswirken. Erstens, weil es vielleicht nicht ihr Business ist, zweitens, weil es Zeitfresser sind, drittens, weil sie damit kein Geld verdienen. Aber hallo, das hilft dir nicht. Dir hilft nur ein Steuerberater, der in der Lage ist, der offen und ehrlich und kompetent zu sagen, ja, bei dem Produkt beachten Sie steuerlich bitte das und das Vor- und Nachteile. Wenn du so einen Steuerberater hast, gratuliere ich dir, das ist ein Berater, der kompetent ist. Auf der anderen Seite, ich würde dir auch zu einem Berater kontrollieren, der dir sagt, hey, lieber Herr Adam, da habe ich keine Ahnung von, das ist nicht meine Kompetenz, mit Produkten umzugehen und so weiter. Bitte informieren Sie sich da woanders, dann ist es auch okay. Wenn er clever ist, hat er einen guten Kooperationspartner, der im Prinzip die Sachen weiß. Ich bin beispielsweise auch sehr oft Kooperationspartner von Steuerberatern, die auch wissen, die top, wirklich top drauf sind, aber die wissen, wo ihre Grenzen sind, die auch keine Lust haben, sich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, weil sie sagen, das ist auch nicht mein Tagesgeschäft. Das ist auch vollkommen okay, aber die haben dann für ihre Mandanten die Lösung und haben kompetente Kooperationspartner, die dann diese Fragen beantworten können. Also wichtig, vergleiche Angebote,
Frag auch ruhig deinen Steuerberater. Und mit dem Angebot, das du von der Bank bekommen hast, tu mir einen großen Gefallen, tu dir einen großen Gefallen, geh da auch hin zu irgendwelchen freien Beratern, die das auch vergleichen und auch mal ein Gegenangebot vorlegen. Und dann lass dir von denen aber bitte auch erklären, wo liegen die Unterschiede im Angebot. Nicht, dass einer sagt, ach, ich habe was Besseres, schieb das andere zur Seite, erklärt er sein Produkt, aber nicht die Unterschiede. Hey, damit ist dir auch nicht geholfen. Also ganz, ganz wichtig, schau immer, wem du vertraust, wem du dein hart verdientes Geld, hart in Anführungsstrichen, hart verdientes Geld anvertraust, denn es geht hier immer um dein Geld. Und damit du da nicht über den Tisch gezogen wirst, du weißt, der Untertitel des Podcasts heißt ja, lass dich nicht abzocken, dafür habe ich diesen Podcast gemacht, was du deinem Banker unbedingt fragen solltest. Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag dazu, wenn es jetzt um Darlehen geht, wenn du Darlehen beanspruchst beispielsweise, um ein Haus zu kaufen, ein fremdvermietetes Objekt zu kaufen, um deine Vermögensaufbau gar über Immobilien zu betreiben, frag immer den Banker, der vor dir sitzt, was hat er für eine Kompetenz? Wie laufen die Entscheidungswege in der Bank, damit du weißt, sitzt du mit dem Hans oder mit dem Hänschen zusammen? Was heißt das? Hänschen ist einer, der kann sich das alles anhören, aufschreiben, der hat aber keine Kompetenz zu sagen, ja, ich glaube, das geht oder geht nicht. Der muss im Prinzip die sogenannte Marktfolge einschalten, Leute, die hinter ihm sitzen, am großen Schreibtisch, die dann darüber entscheiden, wir geben den Kredit ja oder nein. Manchmal ist es da besser, wenn man merkt, man hat es mit dem Hänschen zu tun, doch seinen Vorreiter zu nehmen, seinen Vorgesetzten zu nehmen, der kompetenter ist, wo man auch das Gefühl hat, der hat solche Aktionen schon öfters abgewickelt, gerade wenn du jetzt Immobilieninvestor sein solltest oder werden möchtest. Da ist es wichtig, einen kompetenten Banker zu haben, der auch mitdenkt, der dir vielleicht auch Alternativlösungen gibt, die du dir selbst noch gar nicht überlegt hast. Denn auch Banker haben ihr Handwerk gelernt. Es gibt hervorragende Baufinanzierungsspezialisten, die richtig, richtig was drauf haben. Muss ich immer wieder sagen, ich habe auch solche Leute in meinem Netzwerk. Da macht es Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sagen, hey, Herr Nentwich, ich habe mir das überlegt, was hältst du denn da und davon? Wäre auch eine Möglichkeit. Wir sagen, wow, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, finde ich cool. Da macht es Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wichtig, informiere dich, was hat dein Gegenüber für eine Kompetenz, worüber darf er entscheiden und welche Geschäfte hat er schon begleitet. Wenn du merkst, das stimmt nicht richtig, dann hol dir einen besseren Ansprechpartner. So, in dem Sinne, wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen für eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify und auch wenn du das deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen diesen Podcast mitteilen würdest, ihnen den Link weiter vermittelt, sodass sie sich auch mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen können, denn auch die haben vermutlich mal Bankgespräche geführt oder müssen sie noch führen. Vielleicht tust du ihnen damit einen Gefallen. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal, dein Holger.